Ich lasse den direkt rückbannen. In der Arsch lasse ich den Bannen rein. Das ist wie Oma, die Eukarre geht. Die ist völlig perplex, wenn sie dann doch plötzlich in die Hose macht. Die können durch die Wand gucken, können irgendwann fliegen, nur auf die Bälle schießen, Atombomben werfen, Pokémon spawnen. Gibt es ein anderes Team bei der Wüstejäger? Okay, was ist bei euch los da? Im Internet drin, bei euch? Was macht dann gerade? Das Video gucken oder was? Aha. Du hast gesagt, ich soll so einen Cheater auch gucken, mir so ein Betrüger im Spiel praktisch, ein Betrüger. Ich habe lange Zeit Pokémon gespielt, ziemlich lang. Ich weiß, wie das geht, wie das aussieht, wie man betrügt. Und ich finde es nicht gut, wenn man sich bei sowas, bei so einem Spiel einen Vorteil verschafft. Finde ich nicht gut. Echt bei der Frau? Da habe ich Vorteile ohne Ende. Was macht denn der jetzt? Wir müssen das genau im Auge behalten, hat der Pablak gesagt. Man muss da gucken. Die können durch die Wand gucken, können sie. Die können auch mal fliegen, nur auf den Kopf schießen, nur auf die Bälle schießen, Atombombenwerfer können sie machen, Pokémon spawnen, mit Messerwerfer, alles. Aha. Also ich finde, das sieht schon normal aus, dass der da treibt, der Kerle. Soweit ganz gut. Klar, das Skin von der M4 ist halt jetzt nicht so das schickste Ding. Das ist nicht das schickste Gerät auf der Welt. Aber es tut seinen Zweck. Es erledigt die Arbeit, die auch steht. Ja, da ist noch einer da rechts auf dem da drüber halt. Ich weiß nicht, was das so für ein Spiel ist überhaupt. Das ist doch Gott oder Battlefield oder was? Ich weiß es nicht. Aber ist auch. Hätte ich das jetzt gesehen, hätte ich das jetzt gewusst, ich weiß es nicht. Das sah schon ein bisschen. War das jetzt durch die Wand geguckt oder nicht? Ich glaube nicht. Oh. Da habe ich es gerade gesehen. Der hat ein Ding, oh, der kann durch die Wand gucken, aber der ist nicht mehr ganz sauber, der Kerl. Also Evo hat mal's gesehen, der hat einfach durch die Smoke, hat er durchgeguckt und geschossen, als er einer vermutet hat. Ich gucke jetzt mal, ob sich der Verdacht noch verdichtet, ob der sich noch verdichtet tut. Aha, gut, er hat so jetzt mal Ding gemacht, blind. Es ist wirklich eine Entscheidung, eine Bürde, die mir auf dem Rücken, auf der Schulter, auf der Hand, im Genick liegt. Ja, dieses Gewicht an Urteilsvermögen, das man da zeigen muss. Ah, jetzt pass mal auf. Aha, gut. Naja. Gibt es ein anderes Team bei der Wüstejäger oder bei der Wüsteleit? Aha, gut. Ich bin wirklich nicht überzeugt. Ob das vorhin wirklich ein Cheater war, ich weiß es nicht, aber jetzt im Moment spielt er schon ziemlich vernünftig. Ja, das ist wie Oma, die Eukarfe geht. Die ist völlig perplex, wenn sie dann doch plötzlich in die Hose macht. Nee, das ist in Ordnung, was der macht. Das ist in Ordnung, der Bu. Ja? Ich will den nicht auch zeigen bei uns, bei der bei der Polizei. Ich würde sagen, das ist ein super Kerl. Elber hat er auf die eigene Leit geschossen. Ajo? Ich verstehe es. Ich verstehe es, was er hat. Das ist ein verfickter Griefer, du. Das ist so ein richtiger Pisser, der auf die eigene Leit drauf schießt. Aha. Ich merk, wie der Hass bei dir langläuft. Und zwar auf die eigene Freunde. Jetzt weiß ich, warum der gebannt wird. Gerade eben, der hat gegrieft. Alter, der bekommt direkt einen Bann. Das glaubt er aber. Mein Onkel, der schafft ja bei Nintendo, ich. Der kennt den Gaben. Ich bin ja der Halbkonzern vom Gaben. Ich lasse den direkt rückbannen. In der Arsch lasse ich einen Bannen rein. Auch bei Pokémon lasse ich einen Bannen. Auch wenn er das gar nicht spielt. Der darf nie wieder das spielen. Achtung. Oh. Oh nein, was macht er jetzt? Das ist so ein Griecher. Der kriegt direkt. Der Bannhammer kriegt er in die Fratz geschlagen. Der Idiot. Das ist wirklich schäme, man. Dass ich schon ein bisschen so der Dampf von der Seele reden kann mit euch. Ich bin ganz selten da auf dem Kanal. Der Dumba Blau Laubmesser nicht. Der schlägt mich andauernd, wenn ich aus meinem Käfig, aus meinem Zimmer rausgehe. Ich bin halt auch echt ein kleiner Drecksack. Muss ich schon zugeben. Muss ich schon offen zugeben. Ich habe gerade erst vor kurzem wieder aus Verdruss. Habe ich mir einfach vor die Zimmertür gekackt. Da kenne ich nichts, Alter. Ich habe einen Dampf in der Haube, du. Ja. Oh, was war denn das? So schnell kann ich gar nicht gucken, obwohl ich wirklich Adleraugen habe. Adleraugen. Also das war's jetzt. Also das war so, mein Freund. Jetzt bin ich aber gebumst, Alter. So weit, so gut, ne? Es hat mir wirklich Spaß gemacht, mal wieder was auf dem Kanal zu machen. Ich bin ja eher so der feinfühligere Typ. Deswegen mag mich ein dummer Plag, glaube ich, auch nicht. Ich bin nicht so Olverdolver wie der, weißt du? Ich bin nicht so ein Olverdolver, ja. Also gebt auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben, dass er sieht, dass ich auch was kann. Jetzt haut er mich wieder kaputt. Das tut immer so weh, weißt? Im Herz tut das weh. Drinnen im Herz. Ich habe ja früher ein Kind gehabt. Das wissen ja die viele, die meisten ja gar nicht, dass ich ein Kind hatte. Und das hat mich auch immer klage. Und da habe ich es verkauft.